Landeskirchen verlieren ihre Schäfchen. Tausende treten in der Schweiz jedes Jahr aus der Kirche aus. Ganze Gotteshäuser werden geschlossen oder umgenutzt. Die Kirchen, sie stehen unter Zugzwang. Deshalb machen in Basel die Landeskirchen und die Freikirchen gemeinsame Sache. Man versucht, einmal ganz anders aufzutreten und ein breiteres Publikum anzusprechen. So wurde gestern die erste Nacht des Glaubens veranstaltet. Aus Basel, Georg Halter. 1000 Jahre alt ist das Basler Münster. So hat es drinnen aber noch nie ausgesehen. Im Kirchenschiff lagern die Menschen auf Liegestühlen und verfolgen Videoprojektionen an der Decke, untermalt von A Cappella-Musik. Die reformierte Landeskirche zeigt sich in dieser Nacht so offen wie schon lange nicht mehr. Und das ganz bewusst. Es geht hier darum, auch Werbung zu machen für das Christentum. Hier zu stehen und zu sagen, schaut mal, das ist eine sympathische Religion. Da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Da gibt es auch im Kulturschaffen von ganz anspruchsvollen zu auch seichterer Kunst. Auf dem Barfüßerplatz macht die Sängerin Nina Hagen Werbung für das Christentum. Sie ist eine von 300 Künstlern, die in dieser Nacht ihre Kunst in den Dienst des Glaubens stellen. Nicht zufällig direkt vor Pfingsten. Pfingsten ist ein Fest, das kirchlich nicht so bekannt ist und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Hat etwas mit Kreativität zu tun, mit dem Geist Gottes, der uns geschaffen hat, der auch die Künstler inspirieren kann. Rund 15.000 Menschen pilgern von einer Attraktion zur anderen. Zum Beispiel zur katholischen Clara-Kirche. Hier lässt der Lichtkünstler Gerry Hofstetter die Kirche in einem neuen Licht erscheinen. Zur vorgerückter Stunde schließlich gibt es Christusrock von der amerikanischen Band Jars of Clay. So viel von uns für den Moment. Weiter geht's auf SRF 1 mit Meteo, dann das Wort zum Sonntag und Eurovision Song Contest. Im Anschluss daran um ca. 0.25 Uhr die letzte Ausgabe der Tagesschau. Einen schönen Abend allerseits.